Warum hast du auf Tagestouren so einen großen Rucksack dabei? Die Frage habe ich jetzt schon öfters gestellt gekriegt und darum soll es halt gehen. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu diesem Video in meinem Autobüro 2. Und wenn ihr Lust habt, euch das anzugucken, dann bleiben wir gerade drauf. Bis gleich. Jo, und diesmal habe ich natürlich mal Kamerafrau dabei. Ne? Wir sind in dem Luxus, dass ich mal Kamerafrau leisten kann. Kleiner Moment. Wo ist er? Jetzt auf einer Gemäldewiese und dank dem trockenen Wetter ist es mehr eine Steppewiese. Aussicht ist super, trotzdem. Schön Wetter haben wir schon. Ich glaube schon über 25 Grad. Ich kann es wieder sagen. Guckt euch mal das Wetter an. Jo, darum soll es aber halt gar nicht gehen. Sondern einfach mal darum, warum ich so einen großen Rucksack dabei habe. Naja, in erster Linie muss ich erst mal ein bisschen ausholen. Und zwar geht es ja darum, klar habe ich am Anfang auch immer mit dem Ding geliebäugelt, Tasmanian Tiger muss es sein. Jeder hat einen Tasmanian Tiger. Ich habe das Glück gehabt und ein Kumpel hat mir den ausgeliehen und ich habe ihn dann getragen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vom Tragesystem bin ich nicht zufrieden mit dem Ding. Habe ich jetzt auch schon öfters gehört. Jo, warum das so ist, erkläre ich euch jetzt. Ach, gleich. Kleiner Moment, schlafen wir und zurück. So. Jo, und zwar geht es dort drum, ich habe halt sowieso Probleme. Ich habe extreme Rückenleiden. Also mein Lendenwirbel ist kaputt, mein Brustwirbel habe ich so einen Faschbandscheibenvorfall und im Halswirbel habe ich auch drei Probleme. C1, C3 und C4, glaube ich, ist es. Und daher muss ich schon ein bisschen aufpassen, was ich mache. Und habe dementsprechend mir einen gescheiten Rucksack so. Nun, ich habe es dann oft ausprobiert mit einem kleinen Rucksack und so. Ne? Man nimmt ja nicht so viel mit. Aber wie ihr ja mitgekriegt habt, ich habe meinen Hund dabei. Die Claire ist dabei, ich brauche immer viel Wasser, ich muss sowieso viel trinken, ich muss darauf achten, dass ich mindestens 2-3 Liter Wasser trinke am Tag. Bei dementsprechenden Belastungen ist es eh klar. Jo, also habe ich dann ein dementsprechendes Gewicht und da sind wir jetzt bei dem Thema. Klar, ein kleiner Rucksack ist supi, solange ich kein Gewicht drin habe. Weil das ist ja genau der Punkt bei so einem Rucksack. Ich brauche ja ein gutes Tragesystem und je mehr der Rucksack gewichtmäßig belastbar ist, desto besser sind die Tragesysteme. Das ist eigentlich ganz einfach. Und ich habe jetzt auch mal ein Beispiel dabei, also meinen Rucksack, den ich fast immer dabei habe und der kleine Bruder dazu, oder Schwester, nein, Bruder heißt der Futura. Jo, und den wollte ich euch schon mal vorstellen und auch erklären, was es da für Unterschiede gibt. In diesem Sinne, los geht's! So, links im Bild seht ihr meinen Rucksack, den ich eigentlich fast immer dabei habe. Das ist der Deuter Air Contact 60+15. Da, jawohl. Und eins neben dran ist auch ein Deuter, Futura 30 Liter. Jo, und da gibt es schon einen riesen Unterschied. Natürlich, klar, Größeverhältnis sowieso, ist klar. Aber darum geht es gar nicht, weil die Größe wird mir locker reicher als mo, aber das Tragesystem eben nicht. Den haben wir uns damals gekauft, weil wir halt bei meinem Allgäu rumhoppeln und so, ich jetzt nicht wirklich Lust habe, so einen Rucksack mitzunehmen und habe mich dann mehr oder weniger mit dem, ja, zurechtfinden müssen. Aber auch ganz schnell gemerkt, wenn es dann mal wirklich heiße Tage waren, ich habe viel Wasser mitgenommen, habe ich ein Problem gehabt. Und das Problem, das zeige ich euch jetzt gleich, aber da muss ich erstmal meine Kamerafrau holen. In diesem Sinne, bis gleich. So, also erst einmal mit dem 30 Liter Rucksack. Apropos, Kamerafrau ist drauf, wenn es jetzt da rum eiert, so, wisst ihr Bescheid, ich bin nicht schuld, ich kann mich rausretten. Das ganze Blimblam, was da drauf ist, dürft ihr euch jetzt nicht drauf stören. Was mir in dem halt auch gut gefallen, man hat halt trotzdem die Seitentasche für Flasche neu zu tun, das finde ich eigentlich nicht schlecht, aber darum soll es auch nicht gehen, sondern es geht eigentlich einfach nur darum. Also das Netz, was dann den Rücken frei halten soll, dass man nicht so schwitzt, weil der auch gebe schon in die Luft reinkommt, absolute Quark, funktioniert nicht, das ist alles Quatsch. Aber auch da soll es nicht drum gehen, sondern einfach mal der Vergleich vom Tragesystem. Männer brauchen wir gar nicht viel drum rumretten, sehen wir ja schon alle am Hüftgurt. Ne? Wie gepolstert er ist. Wo wir auch schon wieder einen Vergleich haben zum Tasmanian Tiger, der hat bei weitem nicht so ein System. Das funktioniert bei dem nicht so gut wie bei dem. Zeige ich euch aber auch noch, was ich da meine. So, dort rum soll es eigentlich auch nicht gehen, aber auch hier seht ihr, das ist ja ein riesen Unterschied, wie dick das ist und wie dünn das ist. Also das schneidet schon ab einem gewissen Gewicht massiv neu. Aber das Hauptproblem an der ganzen Geschichte ist, dass der Hüftgurt, wow, so ist Spiegel Englisch, hä? Der Hüftgurt ist einfach so dünn und schwabbelig, wie man es ja da schon sieht. Ne? Das ist viel massiver.
ich kann den Rucksack nicht richtig an der Hüfte festmachen. Es geht zwar, aber man merkt, je schwerer das er wird, geht auch der Gurt dann immer wieder, der lockert sich dann immer wieder und so. Es sieht nicht richtig an. Und das ist mein Problem. Und wenn das nicht funktioniert, funktioniert es auch nicht, dass das Gewicht von den Schultern weggenommen wird. Was für mich dann wieder bedeutet, ich habe ein massives Problem wegen meiner ganzen Rückenleide. Deswegen habe ich irgendwann entschieden, also halt, das ist aber der Grund, weil das ist halt auch nur ein 30 Liter Rucksack. Der ist ausgelegt vielleicht für 10 Kilo, wenn überhaupt. 7, 8 Kilo eher sogar. Und dann braucht man auch kein anderes Tragesystem. Dann funktioniert es auch ohne Probleme. Ist auch so, haben wir schon getestet. Wie gesagt, wenn ich nur 2 Flaschen Wasser mitnehme, ein bisschen was zu essen und fertig, ein bisschen Licht oder so, dann reicht das übrig. Das merkt man auch, schon. Ich meine, die Bodentasche da unten, die ist halt nicht wirklich groß. Es sind keine Seitentasche dabei. Die Tasche da oben ist nicht groß. Da habe ich sowieso immer mein Medizinpack drin. Auch bei dem Rucksack habe ich immer eine kleine Verbandstasche dabei. Bei dem Rucksack jetzt halt aus, im Rucksack. Beim dem dann außen. Und so verschiedenes Bümsel halt dabei. Aber wie gesagt, für so eine Tagestour, für jemanden, der keine Rückenleide hat und auch nicht viel Wasser mitnimmt oder so, ist das okay. Reicht. Wohl davon abgesehen, dass selbst der 170 Euro kostet. Das wollte ich wohl auch noch zu erwähnen. Die haben, glaube ich, für 130 gekriegt, bin mir nicht sicher. Wobei man bei dem gar nicht über den Preis reden brauche, weil der kostet mittlerweile 300 Euro. Aber zum Vergleich vom Tasmanian Tiger ist der für mich besser. Er ist halt massiver, gut, er wiegt halt auch schon nur 2 Kilo oder so. Es gibt so große Sachen. Das Tragesystem ist halt einfach Wahnsinn, das zeige ich euch auch gleich noch. Gut gefällt mir halt auch, dass ich hier eine Flasche neu machen kann, die ich dann, auch wenn ich ein Ohr habe, locker drauf komme, voraus ein Reu zu holen. Das finde ich halt mega. Ich kann das aber auch abmachen, wenn ich will. Und habe dann hier einfach das normale System fertig. So kann ich 8 Flaschen neu tun, haben wir 8 drin immer. Und was mir halt an dem richtig gut gefällt, das ist halt die überarbeitete Version. Wobei, da gibt es glaube ich schon wieder eine neuere. Bei der Tasche ist, wenn ich die halt jetzt überlade, dann drückt sich das noch außen. Beim älteren Modell drückt sich das noch innen, nimmt da innen Platz weg. Finde ich bei dem jetzt besser gelöst. Und ich muss dazu sagen, bei der Bodentasche, das ist halt echt Wahnsinn, was da neu geht. Ich habe da unten drin mein ich muss es jetzt nicht unbedingt aufmachen, mein Kaffee-Zeugs drin und was weiß ich gar nicht. Jetzt habe ich sogar die ganze Box da neu, wo ich das Essen drin hatte und was weiß ich alles noch. Also alles schon, was da unten neu geht, ist der helle Wahnsinn. Zum Trag, achso halt, da oben habe ich halt so verschiedenes Geblümsel drin. Früher hatte ich dann in der Tasche auch hier das Erste-Hilfe-Set drin. Wie man sieht, ist das ja auch immer dafür ausgelegt, da das Erste-Hilfe-Set neu zu machen, aber ich empfehle euch, das nicht zu machen. Macht es euch an den Rucksack drauf. Ich habe mir jetzt so ein Ding da gekauft, das ist gerammelt voll mit Erste-Hilfe-Material, was man sich vorstellen kann. Da mache ich aber vielleicht mal ein getrenntes Video, weil da ist auch noch nicht alles drin, was neu muss oder was ich denke, was neu soll. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, die Außentasche finde ich klasse und da kann man halt auch so ein bisschen Klumps neu machen. Das ist normal. Holt sich das halt auch weiter aus, wenn man nicht so eine Tasche vorne drauf macht. Und ich finde gut, dass er halt auch so Schlaufe hat, ähnlich wie ein Molle-System, was natürlich Quark ist. Molle-System wäre besser. Aber ihr seht ja, es funktioniert irgendwie immer. Also von daher passt es. Also ich habe in dem Rucksack immer so im Schnitt 3 bis 4 Liter Wasser dabei. Immer eigentlich, weil ich halt allein schon 2 bis 3 Liter für mich brauche. Dann habe ich also noch 1 Liter extra dabei, weil ich ja dann noch Kaffee mache. Also habe ich auch die Dose dabei. Habt ihr ja bei dem letzten Video gesehen, mein Kaffee-Setup. Das ist noch gar nicht so lange her. Mein Kaffee-Setup dabei, 4 Liter Wasser dabei. Ja, wir sind mal kurz in der Probewoche. Ich habe meinen Hund holen müssen. die Frühstücksbox, wo da noch mit drin ist. Die habe ich jetzt mittlerweile da unten drin, also Wahnsinn. Was da neu geht, ich habe alles manchmal wirklich im Schnitt zwischen 10 und 15 Kilo. Es ist ja im Prinzip gar nicht so viel. Das Schlimmste ist das Wasser und halt das Eigengewicht. Das Ding hat glaube ich 2 Kilo Eigengewicht. Liegt aber halt auch daran, dass hier ein Alu-System drin ist. Das sehen wir da ein bisschen. Ich will den jetzt nicht komplett auseinandernehmen. Mit so einem V-System, was dann halt das ganze Gewicht auf die Hüfte auflegt. Oder übertragt, so gesagt. Und das ist aber auch genau das, was für mich mega geil ist. Auch von der Verstellung her ist es Wahnsinn. Ihr macht da ohne Ruf, das ist so eine Sicherung. Und ihr könnt den da oben einfach so verstellen. Seht ihr, da habt ihr danach das Ding. Ich will es jetzt nicht ganz so arg verstellen, weil ich mache da ewig rum, bis es wieder stimmt. Da habt ihr danach das Ding von S bis XL. Zieht sich das hoch,
Man kann alles einstellen. Also ich bin mega begeistert. Und auch mit zwei Handgriffen. Nicht so wie zum Beispiel beim Tasmanian Tiger, wo dann da hinten eine Lappe drin ist. Den man erst einmal da auffummeln muss und später wieder da neu wuscheln muss mit Haft und Klett, was da nicht so... Ach, ihr wisst ja selber. Also von daher, gegenüber dem Tasmanian Tiger würde ich den jederzeit vorziehen. Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja eigentlich gleich. Was gut ist beim Tasmanian Tiger, ist natürlich das Mulle-System, wo man extra Tasche drauf machen kann. Was man dann auch irgendwo muss, weil er hat auch nur 50 Liter und ich habe das Gefühl, die Außentasche, wo da drauf sind, wird damit neu gerechnet. Also hat er vielleicht effektiv auch nur 30 Liter und ich finde ihn eigentlich vom Volumen her auch nicht so gut. Finde ich den besser. Was gut ist, was ich aber schlecht finde, ist, dass sie den jetzt schmal machen. Früher waren die Dinger ja breit und kurz, heute machen sie es schmal und lang. Ist von der Gewichtsverteilung eigentlich nicht schlecht, auch wenn man im Gelände ist oder auf den Bergen oder so, ist es besser zu tragen. Ich persönlich finde es aber manchmal ein bisschen blöd, weil ich gerne ein bisschen mehr Breite hätte, weil ich die Flasche nebeneinander stehe habe. Und oben habe ich dann Luft. Das sieht man dann auch, wenn der Rucksack so da hängt wie jetzt. Dann habe ich oben immer Luft drin. Sieht ein bisschen blöd aus. Jo. Wie gesagt, über das Erste-Hilfe-Set, was ich da immer dabei habe und warum das auch so groß ist. Ich habe es auch schon gebraucht. Nicht für mich, für andere. Ach, mal bei dem Kind. Weißt du noch? Ja. Jo, da waren wir dann ganz froh, dass es dabei ist. Und da bin ich aber der Meinung, gut, das hat jetzt vielleicht ein Kilo. Ach, noch nicht einmal, vielleicht 500 Gramm. Und habe halt noch nicht alles drin, was neu muss oder was ich denke, was neu muss, aber ich muss dazu sagen, ich habe es lieber dabei und brauche es nicht, wie ich brauche es und habe es nicht dabei, ne? Besser haben als brauchen, aber gerade beim Erste Hilfe, also wir hatten es schon, ich habe mal so blöd wie ich bin, ein Messer gefangen, jo, das war scharf, dann habe ich mal so ein bisschen den Finger geschnitten, das bisschen hat aber so abartig geblutet, das wollte gar nicht mehr aufhören, war ich heilfroh, weil so Blechstelle hätte nicht funktioniert und habe dann einen Verband drum gemacht, noch was gut, wir haben die Tour nicht abbrechen müssen. Und so kann ja einiges passieren. Man knickt um, der Knöchel wird dick, man braucht einen belastbaren Verband und dann hat man nichts dabei und dann fährt man hin. Jo. Also, jetzt nochmal zu dem System. Apropos, wenn ihr den aufzieht, egal was für ein Rucksack, hier gar nicht euch stellen, sondern erst den Hüftgurt. Bei dem sieht man es schön, die Mitte vom Hüftgurt sollte auf dem Hüftknochen liegen. Also daneben den Knochen, wo man spürt, der sollte eigentlich die Mitte bilden von dem Teil. Dann ziehen wir das zu und ziehen das ziemlich fest. Am besten so fest, bis es nicht mehr geht. Und dann noch ein bisschen. Und somit ist das ganze Gewicht schon vom Rücken hier auf dem Teil. Und erst dann stellen wir mit dem Gurt die Schultergurte ein. Das mache ich jetzt nicht, weil der ist eingestellt, der bleibt auch so. Jo. Und der Hüftgurt sollte eigentlich auch nie aufgemacht wäre und so, ich habe schon viele gesehen, die laufen da mit dem Rucksack so rum, absoluter Blödsinn, geht absolut auf die Schulter, auf den Nacken, auf den Rücken und dann habt ihr ein Problem. Also der immer zulassen, da oben ist es relativ, weil das da ist ja nur dafür da, dass die Gurte nicht von den Schultern runterrutschen, dass die da oben bleiben. So, was ich euch jetzt zeige, ist das da, sollte, also die Lücke, die man hat, soll eigentlich nicht sein. Normal sollte es immer gut aufliegen. Das kann man jetzt mit dem einstellen. Ich habe das aber absichtlich, weil, wie gesagt, ihr wisst jetzt Bescheid, mein Nacken macht Probleme und so kann ich das schön entlasten. Muss man aber dazu sagen, wenn Gewicht drauf ist, ich drücke jetzt mal ein bisschen runter, dann liegt es auch auf. Also von daher halb so wild. Jo, ich will jetzt nicht groß den Lehrmeister raushängen, ich wollte euch nur zeigen und erklären, warum ich den Rucksack habe. Wie gesagt, ich bin halt mit dem Tragesystem mega zufrieden. Und beim Rucksack, der eben für 60 Liter ausgelegt ist, ist auch dementsprechend fürs Gewicht ausgelegt. Ich habe mal irgendwas gelesen, dass der ausgelegt ist bis zu 25 Kilo. Die habe ich natürlich nie dabei, außer ich mache Übernachtung. Jo, dementsprechend kann man halt das Gewicht entlasten. Beim Rucksack, der halt nur 15, 20, 30 Liter hat, ist halt das Gewicht mehr auf 10 Kilo oder sogar weniger. Und das ist halt ein Problem, weil dementsprechend ist das Tragesystem auch ausgelegt. Und wenn man da mal doch 15 Liter drin hat, dann haben wir ein Problem. 50 Kilo, 50 Liter, das ist Quatsch. Jo, das war es eigentlich schon. Die Tasche, die ich schon vorhabe, die sind natürlich nicht dabei, das habe ich mein Handy drin. Und das habe ich mir damals geholt, weil ich bin ja eigentlich Dampfer und dass das Ding dann da immer drin ist. Ja, aber ich bin gerade dabei aufzuhören. Und da oben habe ich dann alles gut. Man könnte hier zum Beispiel auch einen kleinen Funk neu machen. Was wir mal machen wollten, mit der Glee, damit wir da ein bisschen Spiele kennen mit der. Ich habe jetzt Pfeffer mit Scooter dabei. Aha. Jo. Aber ich
finde das Teil nicht schlecht, das stört nicht. Man kann schnell was unterbringen. Ich habe da auch so eine kleine Taschenlampe drin und mein Pfeif habe ich so immer drin, dass es halt nicht so rumbampelt. Kleine Taschenlampe. Habe ich die überhaupt noch da drin? Ah ja, da ist er. Die kennt bestimmt jeder. Keine Werbung. Mal das Schild da wegmachen. Wenn ihr Interesse habt, kann ich da auch mal ein Video machen, aber das ist wirklich nur so eine kleine Nottaschenlampe. Die funktioniert zwar gut, ist hell, aber halt nicht weit und dann nur 15 Minuten. Die Pfeife, das ist auch so made in China, sehr laut. War eigentlich gedacht, um Wild zu vertreiben, haben wir auch immer gemacht. Wildschweine haben wir da damit vertrieben. Ist aber mittlerweile weiß ich mehr darüber und das ist absoluter Blödsinn. Nichtsdestotrotz ist es halt eine Notpfeife, wenn mal was wäre oder so, hat man halt die Pfeife dabei. Wobei ich immer sage, früher habe ich schon gesagt, wenn man mal nicht mehr rufen kann und dann kann man pfeifen. Gut, wenn du nicht mehr rufen kannst, kannst du auch nicht mehr pfeifen. Außer vielleicht aus dem letzten Loch. Aber die ist halt auch lauter. Bis ich da rumgeschrien habe, habe ich halt auch gepfiffen. Und wir haben jetzt alle eine, also meine Frau hat eine und meine Kleine hat eine. Und wenn wir uns mal verlieren sollten, kann man da auch noch ein bisschen kommunizieren. Das ist natürlich jo, noch der Motto haben, besser wie brauchen. Was ich noch sagen will, ist halt bei dem Ding ist noch gut, dass da unten so gute dabei sind. Die sind halt jetzt auf. Und da kann ich wunderbar, könnte ich auch eine Isomat neu machen. Habe ich schon gemacht, geht, funktioniert. Finde ich eigentlich klasse. Was ich blöd finde, ist, warum haben sie die Gurte so schmal gemacht und die so breit? Gerade da könnte man ja auch mal ein bisschen, ja gut, aber das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Ich finde das eh alles ein bisschen zu viel Gurte gebombelt. Jo, was ich noch schlecht finde, ist, Moment, beim Vorgängermodell war in der Tasche, die ist riesig, was da neu geht, ist ja schon nicht mehr normal. War aber hier noch einmal ein Netz drauf, oder hier, gell? Hier ist es, glaube ja, ich, drauf. Und dann hat man halt, ach so, Drehzeug, ich habe mein USB-Kabel, mein Ladekabel und so weiter. Hatte ich halt alles dann in dem Netz hinten drin, jetzt bumpelt es halt so drin rum. Das finde ich ein bisschen blöd. Jo. Aber wie gesagt, das ist jetzt wieder Yamano vor dem Niveau, wobei bei 300 Euro kann man das erwarten. Muss ich dazu sagen, habe ich nicht bezahlt. Wir hatten dumm und ein Schnäppchen gemacht. Bin ich auch froh drum. So. So, jetzt darf meine Frau schon wieder ein bisschen mit dem Hundi spielen. Ich hoffe, die Informationen waren so halbwegs okay. Ich habe es jetzt halt ein bisschen auf die Schnelle gemacht. Das Video kommt jetzt halt, weil wir haben letztes Wochenende sind wir nicht an Tour gewesen. Also gibt es kein Video davon. Deswegen war letztes Wochenende auch kein Video online. Aber dieses Wochenende sind wir in Bad Ems. Also alle, die gerne Rheinland-Pfalz-Tag sehen wollen. Bad Ems ist Rheinland-Pfalz-Tag. Da waren wir jetzt schon lange nicht mehr. Jetzt will ich aber auch mal wieder hier. Das heißt, das Tour-Video am kommenden Samstag fällt dann natürlich auch aus. Deswegen jo, muss ich mal was einfallen lassen. Und da mich jetzt wirklich schon ein paar Leute gefragt habe, Alter, was schleppst du so einen großen Rucksack rum? Ich laufe da mit dem Turnbeutel durch den Wald, so nach dem Motto. Wollte ich das halt einfach erklären. Also es liegt bei mir wirklich da dran, dass ich halt ein bisschen Rückenprobleme habe. Ich merke es auch immer, wenn meine Frau zum Beispiel einen kleinen Rucksack mitnimmt und die stoppt den voll ohne Ende, die hat gar keine Probleme. Ja, aber es ist halt so. Es ist einfach, liegt einfach nur am Tragesystem, noch nicht immer an dem, was drin ist. Also selbst wenn ich bloß durch den Donnersberg hochgehe, kann es passieren, dass ich den großen Rucksack dabei habe. So wie ich mehr wie 2 Liter Wasser dabei habe oder so, nehme ich halt den großen. Der ist dann also wie gesagt manchmal gerade halber voll oder so. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil es halt viel Platz, den man nicht braucht. Und jetzt haben statt brauchen ist, passt jetzt doch nicht unbedingt. Ist halt auch ein bisschen extra Gewicht, weil so ein großer Rucksack wiegt halt auch ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, durch das Tragesystem geht es weg. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei dem Deuta habe ich wirklich das Gefühl, als selbst wenn ich da 30 Kilo drin habe, und das haben wir schon ausprobiert, die hatte ich schon drin, dann macht der Hüftgurt, ja, Babbel, der Hüftgurt zu und ich merke kein Gewicht mehr. Also das ist echt Wahnsinn und wie gesagt, ich habe wirklich Probleme mit dem Rücken. Du merkst absolut kein Gewicht mehr. Selbst mein Vorgänger am Rucksack, der hat jetzt mal Frau gehabt, kann ich euch mal zeigen. Moment, also mal Frau, ist er wieder. Gell? Selbst ja. Der Vorgänger ist eigentlich ein guter Rucksack. Ja. Du ist halt ein bisschen zu groß für dich, ne? Weil meine Frau ist so ein laufender 1,50 Meter. Alter, die Blicke, die zeige ich euch nicht. Das ist schon Platz mein Display da. Ich kriege heute schon wieder nichts zu essen. Ich weiß es jetzt schon. Naja, was soll's. Nee, Quatsch. Es ist wirklich
Also da liegt dann der Rucksack fast schon auf dem hinteren drauf und bis da oben an der Kopf und dann ist halt ein bisschen blöd. Es ist halt auch ein Männerrucksack, weil bei Deuter gibt es extra Männer- und Frauenrucksäcke. Deswegen, also falls irgendjemand auch Interesse hat an dem Vorgängermodell, wir verkaufen jetzt einer. Werbung in eigener Sache. Ja, lest klar. Jo, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, falls ihr euch vielleicht auch einen neuen Rucksack holen wollt oder irgendwas und ich irgendwas da nicht gezeigt habe, ich habe kein Problem damit. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mich privat an. Ich bin immer bereit, Auskunft zu geben. Dafür machen wir das. Jo, ich hoffe, das Ganze hat euch einigermaßen gefallen. Wolle ein bisschen auf die Schnelle, ist eigentlich gar nicht unser Ding, aber jo. Ich habe ja gesagt, ich bringe jetzt immer wieder mal irgendwelche Gear-Videos, beziehungsweise werde ich auch mal, wie gesagt, jetzt mit dem Erste-Hilfe-Set und so, das machen wir jetzt auch noch, das Messerschleif-Video, Leute, habe ich nicht vergessen, aber vielleicht ziehe ich das noch ein bisschen in die Länge, weil das ist eher so ein Video, wo man mal macht, wenn Schlechtwetter ist im Büro oder vielleicht auch hier, dann mal gucken, dann muss ich mal noch was einfallen lassen. Jo, aber ich müsste mal das Klappmesser schleifen. Lange Rede, kurzer Sinn. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, lasst mal Däumchen da. Kleiner Moment. Tschüssi. Tschüssi. Ich wünsche euch was sehr, sehr Schönes. Macht's gut. Wie gesagt, wenn das Video gefallen hat, Däumchen hoch. Bis zum nächsten Mal, wenn die Pfalzwölfe wieder on Tour sind. Aber nicht vergessen, nächstes Wochenende sind wir erste Mal auf dem Pfalztag. Ah, vielleicht gibt es ja doch auch was zu filmen, aber ich denke, da ist so viel los. Und ich habe halt keine Lust, die ganze Leiter zu verpixeln und so. Das geht mir irgendwie auf den Senkel. Jo, obwohl es jetzt mittlerweile ein bisschen besser geht. Ja, ich hole schon wieder viel zu weit aus. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn die Pfalzwölfe wieder on Tour sind. Ciao!